Ja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Man weiß es nicht, man munkelt noch. Wir waren stehen geblieben bei dem Gebilde da unten. Dann gehe ich jetzt mal ganz schnell hin. Ich habe da nämlich schon ein bisschen was verändert gehabt gestern. Lass mal hier gucken, aber der ist noch voll. Ich hatte da schon die Teile, die Leitung größer gemacht, damit wir hier mehr anschließen können. Und hier hatte ich noch einen dazu, oder eher gesagt, noch einen dazu gesetzt, damit wir hier auch mal mehr Sachen gleichzeitig machen können. Und ich habe die Leitung, wie schon gesagt, hier versteckt und auch vergrößert. Das bedeutet, wir können jetzt mit dieser Maschinerie, können wir jetzt diverse Sachen herstellen. Das gucken wir uns mal an. Ich muss hier auch mal ein Bildschirm einhängen. Kann so nicht weitergehen. So, das gucken wir uns nämlich mal an. Wir können jetzt nämlich diese ganzen Dinger hier, die können wir jetzt uns selber bauen lassen. Die bauen sich automatisch. Ich habe nur ein Problem. Ich habe keine. Ich mache mal ja so einen. Da sieht man ja, was der hier baut. Hier. Die werden jetzt von alleine gefertigt. Ich habe nur das Problem, dass ich keine Certus Quarz mehr habe. Es tut mir leid. Und die besorgen wir uns heute, würde ich mal sagen. Und zwar müsste ich die dann. Ich weiß nicht, wo ich die sonst herbekommen soll. Hier waren aber keine Beine. Nickel, Biodiesel, Netherquarz. Ganz schön. Gut zu gebrauchen. Aber wir brauchen auch das andere. Und ich weiß nicht, ob das hier überhaupt dabei ist. Welche Mod ist das überhaupt? Das ist. Energistik. Das könnte da gar nicht bei sein, theoretisch, ne? Ich bin dafür, dass wir trotzdem uns mal eine Welt jetzt zusammenbauen. Ich hoffe, die wird nicht giftig, sonst haben wir ein Problem. Denn wir brauchen Netherquarzerz und wir brauchen Glowstone und können wir noch nehmen, Golderz. Ich will jetzt nicht so viel aufeinander klatschen, weil sonst wird das eine böse Welt. Ich weiß nicht warum, aber ich denke. So, wie funktioniert das nochmal? Wir brauchen hier so eine Seite, so eine Verbindungsseite. Und die muss da als erstes rein und dann kommen die anderen beiden Seiten, glaube ich. Und ich hoffe, daraus entsteht jetzt Meta. Nennen wir die Welt mal. Und ich hoffe, daraus entsteht jetzt eine Welt, in der man existieren kann. Das wäre ganz schick. Jetzt brauche ich noch einen Rückfahrschein. Zurück in die gute alte Welt. So, so. Hier hin. Dann haben wir es. So. Gehe ich da jetzt schon rein? Vielleicht laden wir die Stiefel erst vorher mal auf. Kann ich das hier irgendwo in der Nähe machen? Ich glaube nicht. Wir gehen nach oben. So, dann will ich nämlich mal gucken, wie das hier alles funktioniert. Oh ja, das geht ja auch nicht mehr. Ich muss eigentlich mal ganz kurz in den Nether rein, damit die Lava hier nicht zu Ende geht. So, der ist wieder voll. Können wir wieder elegant nach unten fallen. Muss ich jetzt hin? Also hier, ja. Gut, wir haben Rückfahrschein, Verbindungsbuch und das sollte es hoffentlich gewesen sein, sonst versehe ich mich jetzt. Ich esse mal einen Bonbon, würde ich sagen. So einen Bonbon, den kann man jetzt auch mal, das kriegt man ja wohl hin hier, ne? Aber den Mund. So. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das klappt ja nicht so gut. Aber hier sind wir relativ sicher. Habe ich Hamburger dabei, ja. Hier mindestens dafür uns. Ja, wir brauchen hier ja nicht lange sein. Das ist ja nicht so schlimm. Ehrlich gesagt. Ups. Weil. Scheiße, jetzt habe ich keinen. Doch, habe ich da. Scheiße, sagt man nicht. Scheiße, macht man.
Nee, ordnen wollte ich nicht. Ich wollte jetzt einfach nur das Ding hier hinstellen. Wo ist jetzt das Lesepult? Kann ich nicht doch da jetzt. Ja. Rein damit. Ich möchte hier ja nur meine Abbaustation da reinstellen. So, meine Abbaustation. Ach, hier habe ich übrigens einen Tisch hingestellt. Nur zur Information. Habe ich überhaupt noch eine, ist die Frage. Oder wo habe ich die gelassen? Hier habe ich noch einen Tesserakt, aber ich hatte doch noch einen Steinbruch. Meiner Meinung nach. Fragen über Fragen. Gucken wir einfach mal alles durch. Hier vielleicht? Hier war doch auch mal irgendwas mit Stahl drin, okay. Ist auch noch nicht voll. Was ist hier drin? Vielleicht hier. Da ist der Enderscheinbruch. Ach komm, nehmen wir den mal. Hallo, Michael. Wie geht's? Wie steht's? Ach so, hier überhaupt. Ach, die Marker, genau. Ich brauche mal ein Buch für andersrum auch. Unbedingt hier. Und wir brauchen Erde. Und ja, hier ist auch alles Paletti. Ich weiß nur gerade nicht, was ich nochmal brauchte. Ah ja, hier diese Endermarker. Was haben wir denn mit Ender drin? Nicht EP, hör auf damit. So, wir haben 58 Enderperlen, da können wir noch schon ein bisschen draus machen. Ganz bisschen. Wo haben wir denn diesen Müll hier? Der Bonbon ist aber echt lecker, muss ich sagen. Das brauchen wir, glaube ich, ne? Machen wir mal zwei. So, die müssen wir mitnehmen. Und dann kommen die ja in dieses komische Gerät. Kann ich theoretisch ja auch hier mal unten anschließen, aber nö. So, das müsste doch jetzt einfach so gehen, oder? Ich will aber keine 16 haben. Das wäre ja Verschwendung, ne? Verschwendung pur. Ich pack das Mikrofon mal ein bisschen weiter weg. Mich dürfte man ja trotzdem hören, oder? Aber dass man den Bonbon nicht so hört, ne? Bonbon. Ist lecker. So, der Rest kann er wieder rein. So. Und was brauchen wir noch? Strom brauchen wir. Das heißt, wir brauchen noch einen Tesserakt. Haben wir da noch einen drin? Wesserakt heißt das nicht, das heißt Tesserakt. Nein, haben wir natürlich nicht, ist ja klar. Dann müssen wir den auch noch bauen. Wir brauchen ja zwei. Den Rahmen. Dann sprengen wir den Rahmen. Machen wir mal zwei, weil ich das gerade kann. Oh, hier ist auch fertig. Und dann brauchen wir, ich weiß nicht, ob hier noch welche drin sind, da muss ich mal gucken. Oh, da ist sogar noch was drin. Enderzeug ist da noch drin. So. Das wird dann damit gefüllt und dann haben wir wieder so einen Tannerakt, der hier auch ist, der Sachen empfangen und schicken kann. Immer gut zu gebrauchen.
Jetzt gucken wir mal, hier können wir wieder ein bisschen was machen. Irgendein PC piept hier voll. Ich habe da so ein Piepen im Ohr. Komischerweise. So. Noch mehr haben wir nicht, oder? Nee, 1000, das reicht nicht. Ich pfeffer da nochmal zwei Enderperlen rein. Schwuppdiwupp. Eben reinschmuggeln. Vielleicht reichen die ja schon. Ja, ist ein bisschen nervig. Auf darum zu piepen hier. Weil ihr piept wohl. So, das ist voll. Das kann ich auch wieder rein. Ja, ein bisschen Ordnung schaffen hier. Und ich hoffe, der Bonbon ist gleich weg. Das ist auch ein bisschen nervig. Aber dieses Piepen. Egal. Können wir jetzt eh nicht ändern. Also, ich brauche noch einen Tesserakt. Der ist da. Der ist aber nicht voll. Jetzt kann ich das Ding schon wiederholen hier. So. Jetzt aber. Hol den anderen da schon mal raus. Und der muss dann ja noch fertig gemacht werden. Nee, so nicht. Mit Bronze, da haben wir doch jetzt einen. Damit haben wir auch Strom. Das Ding ist voll. Ja, das Ding ist voll. So, der auch noch. Dann haben wir zwei. Die haben wir. Okay, Kabel haben wir. Stromkabel, ja. Leitungskabel haben wir auch. Jetzt brauche ich noch Erde. Und schlafen. Da, Erde brauchen wir. Dass das Ganze hier auch funktioniert. Da ist genug drin, ja, da ist genug drin. Aber so viel mit, das muss reichen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich mich da aufhalten kann. Könnte gefährlich werden. Für kurze Zeit. So, und ich habe nie eine Ahnung, wo das Ganze hier überhaupt ist. Das wäre auch mal eine Maßnahme, das mal rauszufinden, ne? Keine Ahnung, meine Damen und Herren, keine Ahnung. Da spielt sich das Ganze ab. Also, andere Seite. So, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht sterbe und alles dabei habe. Ich packe die auch noch mal raus. Na gut, wie machen wir das? Ich glaube, ich habe zu wenig Erde. Wir bauen uns erstmal einen Turm nach oben, der so hoch ist wie die Dinger da, und dann bauen wir von da aus unser System. Mülltonne hätte ich noch bauen können, das stimmt. Ein noch und dann reicht das. Stimmt, die Endermarker, gut mitgedacht. Da kommt noch ein. Aber wir können ja schon mal alles vorbereiten. So ist es ja nicht. Und ich hoffe, im Boden ist noch mehr drin von diesem Zeug. Ich bin mir nicht sicher. Wir sollten lieber mal vorher nachgucken, bevor ich hier fett was abbaue und dann ist im Boden nur Schrott drin. Das glaube ich nämlich. Dass hier nur dieser Schrott drin ist. Das bringt mich ja nicht weiter, dann kann ich ja besser selber sagen, ich baue das ab. Siehst du, hier ist nämlich nur dieser Stein drin. Und den kann ich weiß Gott nicht gebrauchen, ne?
würde ich sagen, wir bauen hier selber ab. Ist ja nicht so schlimm. Müssen wir halt immer ein bisschen Essen mitnehmen. Ein bisschen fressen, ne, das nehmen wir dann mit. Kein Problem. Hauptsache, wir kriegen ein bisschen Glowstone und das andere Zeug da, Netherquarz. Weil davon brauchen wir immer so viel. Ich lasse das Erdding da nochmal stehen. Ne? Also. Der Steinbruch bringt uns hier ja nicht weiter. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir sollten auch eher ins Nichts gehen, oder wie heißt es nochmal? Das ist Nichts. Ich habe den Namen vergessen, aber auf jeden Fall gibt es ja noch so eine andere Welt, wo es Rohstoffe gibt. Aber ich habe voll vergessen, wie man da nochmal hinkommt. Das wäre natürlich eine Überlegung wert. Ach jo, haben wir auch gar keinen Hunger. Doch, nee. Ich glaube, das ist nur auf diesen Sandstein, wo wir Hunger haben. Egal, ich baue das jetzt erstmal ab. Da haben wir wieder ein bisschen. Also hier 64, das ist ja für den Anfang. Dass man überhaupt mal irgendwas hat, das reicht dann ja schon. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich. Ach, verdammt. Ob ich noch. Das Gebäude hier suche. Können wir halt nicht auch noch mal, wenn wir schon hier sind in dieser unvorteilhaften Welt. Und da fällt mir gerade ein, ich habe ja gar nicht mehr Grafikeinstellungen. Shader, doch, der ist an. Okay. Ich dachte nämlich, ich hätte das vergessen. So, hier haben wir eh keinen Hunger. Doch, hier haben wir auch Hunger. Jetzt natürlich nur die Frage, welche Richtung soll ich gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. Ich habe ja hoffentlich genug Cheeseburger dabei. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe noch andere Sachen dabei. Welches man jetzt auch mal benutzen könnte. Ich glaube, dieser Marshmallow ist hier gar nicht schlecht, ne? Wenn ich den gleich hier esse. Ja, versuchen wir jetzt erstmal das Gebäude zu finden. Das kleine Gebäudechen. Klein, klein, klein. Hallo Fuchs. Der hat auch Hunger. Ach hier, die Dinger sind hier auch. Trostlose Welt. Die langsam lädt. Sehr langsam. Hui. Nachher fliege ich einfach so ins Nichts rein. Kann passieren. Ich hoffe natürlich nicht. Ja, ob ich das so überhaupt sehe hier, das Gebäude? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja schon ein bisschen kacke. Und eigentlich können wir die Monster auch mal anmachen. Was soll das eigentlich, dass die hier aus sind? Da sind sie doch. So, und jetzt esse ich den Marshmallow. Dauert ein bisschen. Ich will ein Marshmallow sein. So, jetzt ist der Hunger nämlich weg. Oh Gott, und ich kann springen wie ein Känguru. Hier ist auch Wasser. Aha. Das ist eine ganz komische Welt. Ich sage, der Marshmallow, der lohnt sich echt. Ist super. Ist ein super Ding, ist das. So, komm, wir nehmen noch mal ein bisschen mit. Kann auch schneller abbauen mit dem Ding, aber ich weiß auch nicht, wo ich dann überhaupt bin. Das ist dann die andere Sache. Hallo. Wo komme ich her? Wo muss ich hin?
Da komme ich her. Also diese Richtung. Juhu! Obwohl eigentlich ist es ja Nacht, ne? Da muss ich eigentlich auch nächtliche Musik anmachen. Schöne nächtliche Musik, was ist er denn für einer da? Krieg ich gleich eine Tracht Prügel hier. So. Ich wusste gar nicht, dass die auch Hunger haben können, aber anscheinend wird es jetzt wieder Tag, weil ich die Nacht-Playlist angemacht habe. Wow. Bin begeistert. So, wo ist jetzt dieses blöde Gebäude hier? Wenigstens wissen wir, wo wir jetzt Glowstone und den guten Netherquarz in Hülle und Fülle finden können. Jetzt hätte ich nur noch gern dieses Gebäude gefunden. Diesen Tempel, oder wie man die nennt. Was ist das denn da? Das ist ein Bär, so. Kleines Bärchen, ne? Aber ich lasse die Playlist mal an, die passt auch ganz gut in so andere Welten rein, wenn man in anderen Welten ist. In so einer Hungerwelt zum Beispiel, so wie jetzt. Ich hab Hunger. Ich esse einen ganzen Deluxe Cheeseburger. Alleine. Da ist auch eine Insel. So, ich glaube, viel weiter brauchen wir gar nicht gehen, oder? Wir sind ja schon relativ weit und ich denk mal, das Gebäude, der Tempel, der kommt hier nicht mehr. So wie ich das sehe. Ich glaube nicht. Hallo Ente. Ente, 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 Ente. Okay, gleich drehe ich um. In 3, 2, 1. Gehen wir mal ein bisschen in diese Richtung und dann zurück. Auch die Schlange hat Hunger. Nehmen wir ein bisschen mit. Schadet ja nicht, ne? Glaube ich zumindest. So ein bisschen Glowstone, das hat noch niemandem geschadet. Und wir können endlich mal was ausleuchten bei uns zu Hause, ne? Wenn ich die ein bisschen mehr einsammle. Sammeln jetzt auch nur die unten die Sachen ein. Das da oben. Was haben wir für schlechte Tage hier? Oh, ich bin schon voll. Eieiei. Das ja war fix. Sollte ich auch wohl nicht mehr mitnehmen. So, was haben wir denn noch so hier? Nur noch das. Da ist es doch. Siehst du? Dann nur das richtige Lied anmachen und dann bekommt man das, was man auch möchte. So, Axt in der Hand und dann gucken wir mal einzelnes Biom, Fleischmasse. Rosa Schleim, schnelles Wetter. Kann ich jetzt alles irgendwie nicht mitnehmen, weil ich voll bin mit Schrott. Ja, ein paar Bücher mit. Und das brauche ich nicht, das brauche ich nicht und das brauche ich ganz bestimmt auch nicht. Und ein Stück Holz brauche ich auch nicht und Obsidian brauche ich auch nicht wirklich. Silver Color, nein. Gut, ich würde sagen, wir gehen zurück. Das reicht doch fürs Erste. Gesammelt haben. Jetzt muss ich aber eben aufpassen, weil wir jetzt ja wieder zu Hause sind. Es ist noch fast 5 Minuten, weil es ja jetzt hier Monster gibt. Bin mir nicht sicher, ob ich das so lassen möchte, weil dann gleich alles kaputt ist. Aber jetzt ist das erstmal egal, Freunde. Ne? So, was mache ich denn mit den Pfeilen? Pack ich hier zu. Und dann gucken wir noch mal, was wir hier drinne finden.
Wir haben Block Eisenerz. Nehme ich mit, kann man gebrauchen. Und der Rest ist Müll. Müll, 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 Müll. In den Müll. Beschleunigt. Block Totenholz. Ja. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber noch. Wir haben noch. Nein, 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 nein. Riesige Biome. Nee. Nee, danke. So, was haben wir noch? Ich glaube, wenn man immer so gute Sachen hat, so wie Block Eisenerz, dann muss man da irgendwas anderes reinmachen, damit das nicht immer so eine negativ, so wie Gift oder sowas, Dings noch dazu hat. Block Kakao? Ich glaube nicht. Kakao wollen wir nicht. Das, wir haben unsere Cheeseburger, das reicht an Essen. Schwebende Inseln. Ist auch nicht so geil. Langsames Wetter ist auch nicht so gut. Und was haben wir noch? Obelisken. Was für Obelisken? Ja, ich glaube, das war nicht so das Wahre. Wo packe ich denn jetzt die alle? Die passen da ja wieder mal nicht alle rein. Packe ich die mal dazu. Wir haben ja ein Platzproblem, aber ist auch egal. So, hier oben ist nichts gespawnt.